Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Landwirtschaftssimulator oder Farming Simulator, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Wir haben letztes Mal noch da hinten, seht ihr im Hintergrund, das Mähwerk, was wir gekauft haben. Und jetzt haben wir hier auch gerade schon abgeholt die Düngemaschine, beziehungsweise den Düngesteuer von Bredal F2 WS 4000. So, den müssen wir jetzt erstmal auffüllen. Ich glaube, nehme mal an, dass es hier passiert. Saatgut. Saatgut, dann sind wir falsch. Ja, vielleicht hier. Spritze oder ein Streuer mit Dünger füllen. Dünger kostet Geld, welche dir beim Füllvorgang abgezogen wird. Im Gartencenter kannst du Spritzen und Streuer ebenfalls auffüllen. Okay. So. Der ist jetzt schon geöffnet. Mal öffnen mit N. Und auffüllen ist R. So, gucken wir mal rein. Kommt so langsam was. Der hat sogar so ein Trittbrett unten dran. Und sogar eine Leiter. Dieses rote Teil, was drauf liegt, ist so ein Leiterding. Es ist so detailliert, das gefällt mir so an diesem LS. So, gut, voll. Also können wir eigentlich mal wieder zumachen. Und gucken, welches Feld wir. Warum ist das wieder aufgegangen? Boah, das hat 7000 gekostet fast. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Feld jetzt düngen können, deshalb probiere ich es mal einfach. Nein. Ich probiere dann immer einfach mit dem Helfer. Weil wenn der Helfer die Arbeit beginnt, dann ist es möglich, das Feld zu düngen. So wie der hier. Ja, den lassen wir jetzt mal schaffen. Wir suchen uns eine neue Aufgabe. Nochmal düngen. Machen wir. Da haben wir die gleiche Düngemaschine, wie wir auch selber uns gerade gekauft haben. Wie war das hier? Ich glaube, einmal drüber fahren reicht. Ich meine, zweimal. Wenn wir nah genug an den Rand gehen. Eigentlich siehst du doch hier gar nichts. Was willst du denn da sehen? Wie soll denn das? Wie willst du denn da düngen, bitte? Oh, guck mal hier. Engine Speed, Fuel Rate, 53. Das hier funktioniert. Das finde ich jetzt wiederum cool. Den wir gefahren haben, hat es nicht funktioniert. 22:06 Uhr, Batterie 12 Volt. Ja, interessant. Okay, los. Ich hoffe mal, das reicht so. Nein, überhaupt nicht. Da ist noch ein richtiger Streifen auf der rechten Bahn. Also so breit ist der Düngestreuer dann doch nicht. Wir müssen ja gucken, dass wir die Felder hier, die 6, 12, 14 und 21, glaube ich, dass wir die günstiger bekommen.
damit wir mit unseren Feldern loslegen können. Und wie in der letzten Folge gesagt, werde ich, denke ich, so lange spielen, bis ich 1 Million Bargeld habe. Was sich ja natürlich auch immer wieder verändert, sobald wir irgendwelche Maschinerien kaufen. Aber das gehört halt dazu. Wir müssen unseren Betrieb am Laufen halten. Und fertig. 2000 hat es gegeben. Na, was soll's. So, der ist jetzt schon mal unter 80.000. Nein, das will ich. Ich will einfach nicht. Ich will nicht. Oh, was haben wir hier? Das dauert einfach zu lang. Aber 18.000 wäre halt schon übelst. Tut mir leid, tut mir leid. Also, das dauert mir einfach zu lang. Und hier müssen wir auch. Was müssen wir hier machen? Ernten. Das kostet mich auch zu viel. Hier müssen wir nochmal düngen. Haben wir letztes Mal auch gemacht. Wieder diese übelst geile. Also ich verstehe manchmal gar nicht, was sie sich gedacht haben, als sie die Mission erstellt haben mit den Bereifungen. Also könnt ihr mir sagen, was das soll? Für was mache ich Pflegebereifung, wenn ich dann eine Doppelreifen drauf mache, irgendwie, keine Ahnung. Für was mache ich dann Pflegebereifung, bitte? Ich weiß es nicht. Plane öffnen. Ist ja aber ein kleiner Vorgang. Alter. Hebt sich der ganze Deckel. Man muss eigentlich Deckel öffnen stehen. Ist wieder so ein kleines Glücksspiel. Ob ich die richtige. Den richtigen Abstand finde. Aber ich glaube irgendwie nicht. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall links am Rand noch einen ungedüngten Streifen habe. Also mit absoluter Sicherheit. Weil ich war relativ weit schon ins Feld reingefahren. Aber das ist halt doof hier. Ne? Sieht man halt nicht. Du kannst das nicht sehen, wo du schon warst, oder? Also ich. Ja, es ist dunkler. Aber du siehst vorne nicht.
wo du das schon gemacht hast, und von dem her ist es einfach so, dass du das nicht siehst. Das ist normale Licht, Rückbeleuchtung und Strahler. Ist schon cool, so ein bisschen. Achso, das war den wir gerade geguckt haben. Er läuft auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, inwieweit wir das Feld richtig bearbeiten. Wir müssen noch einmal fahren. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal fahren. Es fehlt noch mehr als ein Viertel von diesem Feld. Dann ist halt die Frage, wir müssen nachher suchen, wo wir weitermachen müssen. Weil ich sehe es ja nicht. Das ist doof. Unser Helfer drüben ist fertig, der steht da schon rum. Ja, wenn sie so ein bisschen grollen hört, Leute, alles gut. Nur ein kleines Gewitter, was hier gerade durchzieht. Vielleicht reicht es auch noch, ich weiß es nicht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Dun, 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 dun. Nee, überhaupt nicht reicht es. Und jetzt wird halt dann irgendwann die Zeit knapp. Ey, da poltert einer. Aber hier ist auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich fahren muss. Hier, warte. Da war gerade. Habe ich das Gefühl, dass sich was verändert hat oben. Nicht wirklich. Ah, warte, ich sehe da hinten. Doch, das muss da an der Seite sein. Ich fahre hier jetzt einfach mal kreuz und quer. Weil wenn ihr oben guckt am Bildrand, dann ist eigentlich ganz langsam geht es erst zu. Ja, da ist richtig. Es kostet halt viel Zeit. Zeit ist Geld, Leute. Zeit ist Geld.
Und wenn es jetzt wieder nicht reicht, dann habe ich die Arschkarte. Und es wird nicht reichen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch machen soll. Ah doch, jetzt sieht's gut aus. Warte, da war auch noch irgendwie viel. Komm schon. Ach. 6.300. So, hier ist er fertig. Ja. Das ist gut. So, dieses Feld wird uns nämlich dann später mehr einbringen als ein gleich großes, was ups, nicht gedüngt ist. So habe ich das zumindest verstanden, weil du steigerst ja den Ertrag. Ja. Ah, jetzt plötzlich kann hier auch unser Helfer was arbeiten. Ist doof, dass man das nicht sieht. Bis wohin der streut. Ah doch, er ist ganz am Rand. Ja. Kostet uns natürlich auch Geld, der Helfer. Aber der ist sparsam. Der macht immer die Streumaschinen aus. Und weiter geht's. Gut, was machen wir jetzt noch? Nein, wir wollen das nicht. Ja, wir nehmen mal die Spritze. Das machen wir jetzt noch schnell. So. Licht, was haben wir hier? Diesmal einen Deutz, einen alten, glaube ich. Akkustar. Sieht mir aus nach einem Deutz. Klar, Deutz war. Gut. Die Spritze, die wir uns vielleicht auch kaufen wollen. Müssen wir erstmal aufklappen. Und die hat eine riesen Reichweite. Finde ich. Nein, die ist groß. So, und dann kann ich die, glaube ich, noch... Ne, die ist schon ganz oben. So. Und dann wird es hier noch gedüngt. Gespritzt gegen Pestizide ist wichtig, vor allem beim Mais. Weil da nisten sich gern irgendwelche Viecher ein. Unser Helfer müsste auch gleichzeitig sein mit unserem anderen Feld. Ach so, das ist gar nicht von da drüben. Ich dachte, wir wären bei dem Feld da drüben. Und hier sieht man dann auch mal wieder, wo man fährt. Ja, den Abstand zwischen den Reihen. So, im Moment kommen ja relativ regelmäßige Folgen. Ich hoffe, das gefällt euch. Mir gefällt es und mir macht es auch Spaß. Ich
mal, inwieweit ich das wieder so beibehalten kann. Ich gebe mir Mühe, an manchen Tagen einfach mal blockmäßig aufzunehmen und es dann etwas versetzt eben online zu stellen. Anders würde ich dem nicht hinterherkommen, weil ich nicht jeden Tag Zeit habe zum Aufnehmen. Irgendwie ruckelt das, kann das sein? Oder sieht es bloß so aus? Es sieht bloß so aus. Die Kameraansicht. Und das siehst du ja wahrscheinlich, das siehst du genauso wenig. Wenn du drin sitzt, siehst du gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Fahren mit dem Deutz fahren und dann sind wir auch schon durch. Und wir gucken dann noch schnell, was unser anderer Helfer gemacht hat, aber da hat er gedüngt und dann war es das nämlich auch schon wieder für diese Folge. Wie immer freue ich mich über Kommentare oder sonst irgendwas. Bewertungen. Einfach eine Resonanz von euch, also eine Rückmeldung von euch. Das wäre toll. Also, diese Folge ein bisschen laut, vielleicht so von den Nebengeräuschen. Tut mir leid. Gewitter kann ich leider nichts machen. Dachfenster nebendran. Da poltert es halt ein wenig. So, und fertig. Was haben wir gekriegt? Knapp 4. Ist schon mal gut. Besser wie nichts. So, wie viel kostet das? Was muss man da machen? Oh, nee. Das kostet 70. Ja, wenn ich die hier hätte und die zwei, dann hätte ich hier 4 Felder. Und dann wäre das schon ganz nett. Guck nochmal. Eine Kuh kostet 5.000. Ich kann 2 kaufen, aber 2 Kühe. Kann man da nicht aufmachen? Ach, hier muss ich reinfahren. Oh, hier gibt es so ein Kuhstreichelding. Okay, hier wird gemolken. Bisschen Licht hier. Hier geht es in Freilauf. Da ist noch so ein Kuhstreichelding. Hier ist, glaube ich, trinken. Ich nehme mal an. Okay. Nur relativ viel Platz. Das ist wahrscheinlich der Milchtank. Die Güllegrube. Können wir da reinfallen? Ja, wir können drin stehen. Okay, mal kurz in der Gülle gestanden. Nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder rein. Beim Farming Simulator. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.